Leute, ich brauche Hilfe. Das ist die Nähmaschine Brother Super Arche Special Edition. Und wie läuft das? Wenn ich ganz normal nähe, also wenn die Nähmaschine eingeschaltet ist, sie näht nur rückwärts. Ich habe alles Mögliche probiert. Alles hier aufgemacht, hier unten, hier drinnen, oben. Und dann habe ich herausgefunden, dass wenn man hier dreht, hier, dann bewegt sich das auch, dieser Teil. Wenn ich zu Ende drehe, so, bis hierher, dann näht die Maschine ganz normal. Aber wenn ich die Nähmaschine einschalte und diese ganze Kabel verbinde, dann, weil die Computernähmaschine startet mit dieser dann macht sie eine Drehung und wird wieder gedreht auf rückwärts. Also jetzt näht sie Beispiel normal. Wenn ich die ganze Kabel mit dieser Platte, wenn ich das alles verbinde und einschalte, dann dieser Teil dreht sich wieder nach vorne. Das dreht sich so und dann bei Start und dann die Nähmaschine, wie Sie sehen, näht wieder nur rückwärts. Wenn ich die Rückwärtstaste verbinde, also wenn ich die ganze Kabel verbinde mit dieser vorderen Kabel, also damit, da gibt es Rückwärtstaste, wie man sieht. Wenn ich das drücke, also alles verbinde und drücke, dann näht sie ganz, also ich muss ganze Zeit dann drücken, dann näht sie nach vorne. Sobald ich diesen Knopf loslasse, dann näht sie wieder, also von hinten nach vorne, nicht von vorne nach hinten. So, wie jetzt. Und ich verstehe das Problem nicht. Ich habe alles Mögliche versucht, was ich mir denken könnte, was sein könnte und alles. Und wenn jemand weiß, was ich tun muss, also ich habe, wie man sieht, ich komme schon klar mit Nähmaschine und alles. Ich habe viele Reparaturen schon durchgemacht, aber das bringt mich ein bisschen vom Wenn, also ich stelle das nach hinten aus und wird ganz normal genäht. Wenn ich das dann wieder einschalte mit ganzem Strom und alles verbinde, dann das dreht sich automatisch nach vorne und dann bleibt das so. Und die Nähmaschine, wie man sieht, näht nach vorne. Also ich habe alles Mögliche Erdenkliche versucht, aber ich habe keine Ahnung mehr, was ich noch machen könnte oder sollte. Ich habe das auch aufgedreht. Dann hier drinnen diese hier auch aufgedreht. Also es dreht sich um diese Teil und ich weiß nicht, wie man das einstellt. Deswegen, please, wenn jemand weiß, wie das gemacht wird, bitte um Rückmeldung. Liebe Grüße, bis zum nächsten Video. Nach viele Suche, weil keiner hat sich gemeldet, mir zu helfen. Ich habe jetzt so herausgefunden. Ich musste hier drinnen, warte, ich zeige mit etwas. So, ich musste diese Teil, alle drei Schrauben lockern,
Wie Sie sehen, sind immer noch locker. Also hier 3 und hier 2. Alles locker machen. Und hier steht so, also fast nicht gerade, sondern ist ein bisschen geneigt nach unten. Und wie man sieht, hier ist, ich hoffe, sieht man, ja, hier steht auch fast gerade und hier ist bis Hälfte dieser schwarze Teil nach oben. Wenn sich das dreht, dann wird auch automatisch dieser Transporteur sich bewegen und das war mein Problem. Und jetzt habe ich alles locker gemacht, hier festgehalten und diese Teil mit Nadeln richtig gedreht. Und jetzt bei Zickzack, wenn links die Nadel und diese Öhrchen, also Greifer, sollen hintereinander stehen. Und jetzt muss ich das alles festmachen, weil jetzt dreht sich die Nähmaschine richtig nach hinten. Und hier sieht man Nadel und Greifer, hoffentlich sieht man. Hier ist Nadel und dann kommt die Greifer und die verbinden, also er nimmt dann vom Nadel, er nimmt dann Garn. Also bei Zickzack, aber auf die linke Seite. Also wie gesagt, das war mein Problem. Bei dieser Nähmaschine hatte ich noch nie sowas und ich habe gesucht, weil wenn man die Nähmaschine anmacht, dieser Teil geht automatisch oben, unten. Und das war mein Problem, dann hat die Nähmaschine immer zickzack genäht. Und jetzt wird ganz normal nähen und wenn ich noch diese Teil richtig getroffen habe, wie man die Nadel zentriert, dass diese Teil hier damit die Nadelhöhe wird hier gemacht und das ist immer noch bei mir offen, weil das ist vor Einfädelhilfe, das mache ich erst später noch befestigen. Aber jetzt ist die Hauptgrund war das hier. Ich mache jetzt alles fest und zu und wieder aufbauen und dann machen wir Probenähen. So sieht das aus. Also wenn man die Nähmaschine einschaltet, jetzt schalte ich aus. Da drinnen, ich versuche jetzt aufzunehmen. Da drinnen ist dieses Metallteil, was ich gezeigt habe. Und wenn man einschaltet, das, wenn man drehen will, jetzt sehen Sie, die, und er aktiviert sich oben und unten. Das war bei mir immer dieses Problem. Also machen wir aus. Ich hoffe, das erkennt man. Er macht an. Und jetzt sehen Sie, also geht nach hinten, oben, unten, egal wie, aber er muss dann wieder. Und jetzt habe ich Platte schon eingeschraubt, also alle fast Kabel reingemacht. Hier fehlt noch natürlich, weil das kommt auf die erste Teil vorne. Und jetzt, wenn man nähen will, jetzt geht von vorne nach hinten, also dreht sich so, wie es sein sollte. Und jetzt muss man hier auch treffen, wenn alles okay ist. Hier. Jetzt ist bei mir in der Mitte, nee, ist links. Auch in der Mitte soll das, aber man macht das immer bei Zickzack und dann
Das ganz kleine Zick-Zick-Zick kann man auch hier oben einstellen. Das dreht man und dann die Nadelstange geht so. Also die Nadel steht geradeaus, dann geht sie hier oder dort, wenn man dreht. Dann, sie müssen aufpassen, nur wo sie drehen. So, das war bis jetzt meine schwierigste Teil zu reparieren, aber es sieht so aus, ich habe das auch geschafft. Erste so richtig elektronische oder computergesteuerte Brother Super AC oder Ace, wie man das ausspricht, Special Edition oder Spezial Edition. Und das ist jetzt noch alles drum und dran, Schrauben. Und dann, juppie!